Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Fast alle Autohersteller von VW über Daimler, Fiat, Peugeot und BMW haben über Jahre betrogen bei den Abgaswerten ihrer Automobile, und sie tun es weiter. Es ist etwa 1,5 Jahre her, dass dieser Skandal aufgeflogen ist. Wir haben es gerade schon gehört. Und passiert ist nichts oder relativ wenig, nichts Spürbares. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass in derselben Zeit, in der wir hier sitzen, vor dem Landgericht in Stuttgart ein Strafverfahren stattfindet, das die Deutsche Umwelthilfe gegen Daimler eingeleitet hat, weil dieser Automobilkonzern für ein Fahrzeug wirbt mit den niedrigstmöglichen Emissionswerten und bei Überprüfung durch unabhängige Teststellen sich herausstellt, dass auch dieses Fahrzeug die Grenzwerte um ein Mehrfaches überschreitet. Also der Betrug geht weiter, und Sie brüsten sich damit, dass Sie mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten irgendwann vielleicht irgendetwas regeln. Ich finde, dass der Skandal damit sozusagen weitergeführt wird. Und der größte Skandal ist eigentlich, dass es die Bundesregierung ermöglicht, dass sich an den tatsächlichen Emissionen nichts geändert hat. Und Herr Müller, Kollege Carsten Müller, hat gerade gesagt, dass es ja nicht so schlimm sei, weil die Leute sich zu 80% im Haus aufhalten und von daher sich ohne Probleme diese Grenzwertüberschreitung verschmerzen ließ. Es kommt mir so ein bisschen vor wie in der Zeit, in der die Atomkraftwerke noch so umstritten war und man gesagt kriegte, man müsse halt, wenn es ernst wird, die Aktentasche über den Kopf halten und ansonsten mit Alufolie sich zudecken. Das sei alles nicht so schlimm. Es ist schlimm, und es ist deshalb schlimm, weil diese unterschiedlichen Schadstoffe, die aus den Autoauspuffen ausgestoßen werden, eben nicht nur Klima und Umwelt schädigen, sondern auch die Gesundheit. Die Atemwege werden angegriffen, die Schleimhäute werden gereizt, Husten, Augenreizungen, Kreislauf- und Herzerkrankungen können die Folge sein. Besonders betroffen sind Menschen, die mit Asthma geschlagen sind, und Kinder, die einen viel höheren Umsatz, einen viel höheren Luftumsatz haben als Erwachsene. Und es ist einfach unverantwortlich, dass zugelassen wird, dass diese Atemluft permanent vergiftet wird. Wenn wir es mit einer Gruppe von habgierigen Menschen zu tun hätten, die sich in den Kopf gesetzt haben, tröpfelesweise unser Trinkwasser zu vergiften, um daraus Profit zu schlagen, dann bin ich mir sicher, wäre der Aufschrei auch in diesem Hause groß, und es würde alles daran gesetzt werden, diese Leute dingfest zu machen, ihnen das Handwerk zu legen, das Trinkwasser sofort zu reinigen und die Verantwortlichen zu bestrafen. Bei dem Abgasskandal geht es um die Atemluft. Die ist genauso relevant für die Menschen wie das Trinkwasser. Und ich finde, es müssen genauso harte und starke und sichtbare Konsequenzen ergriffen werden. Leider ist es nicht der Fall. Und wenn Sie sich mal anschauen, die ziemlich populäre Kabarettsendung Die Anstalt vom 7. März diesen Jahres, dort werden die Zusammenhänge beleuchtet, wie systematisch die Automobilindustrie, das Management der Automobilindustrie, die Lücken, die winzigen Gesetzeslücken ausnützt, wie systematisch nicht nur Herr Dobrindt, sondern auch die Bundeskanzlerin dafür sorgen, dass das möglich ist, wie sie systematisch dafür sorgen, dass es keine unabhängigen Kontrollen gibt, dass es auf europäischer Ebene keine schärferen Maßnahmen gibt, dass selbst die bestehenden Abgasgrenzwerte schon deutlich zu hoch sind, weil die Bundesregierung darauf Einfluss genommen hat. Dies alles kann man da hervorragend nachvollziehen. Und einer der Sätze, die mir aus dieser Sendung haften geblieben sind im Kopf und den ich gerne hier noch mal wiederhole, ist: Dobrindt organisiert das Verbrechen. Ich kann Sie nur anregen, sich diese Sendung anzuschauen. Die ist noch bis zum Ende des nächsten oder bis Mitte nächsten Jahres in der
in der Videothek nachzusehen, in der Videothek des ZDF. Und dann können Sie sich ja dort mit einer Beschwerde an die Sendungsmacher richten. Ich habe das hier nur zitiert. Frau Kollegin Leidig, das, was Sie jetzt hier sich zu eigen gemacht haben, ist nicht parlamentarisch. Ich erteile Ihnen deshalb einen Ordnungsruf. Oh. Okay, gebe ich dann ans ZDF weiter. Wir haben vor anderthalb Jahren mit einem umfangreichen Antrag der Linken eine ganze Palette von Vorschlägen gemacht, wie mit diesem Abgasskandal konsequent umgegangen werden muss. Eine klitzekleine, aber wirksame Konsequenz wäre zum Beispiel, die Geschwindigkeit zu begrenzen. Denn je schneller die Autos fahren, desto mehr Abgase werden ausgestoßen. Aber natürlich auch das ganze Thema unabhängige Kontrolle, Bestrafung der Verantwortlichen, die Pflicht, Entschädigung zu zahlen an die Betrogenen, das alles haben Sie nicht in Angriff genommen. Deshalb ist unser Antrag nach wie vor aktuell und wir werden weiter darum ringen, dass gerecht mit solchen ungerechten Verhältnissen umgegangen wird. Nächste Rednerin ist die Kollegin Uli Nissen für die SPD.